Okay, und dann kommt hier nämlich direkt nebenan ein neues Gebäude. Planning Walls. 1, 2, 3, 4. Zack. So kommt das dann. So, hier, da müssten wir hier viel zwischen haben. 1, 2, 3, 4, genau. Mit den ganzen Solitary Cells. Hier einen kleinen Eingangsbereich. Hier dann, was ich hier mit meinem weiß noch nicht. So ein Eingangsbereich ist jetzt hier in diesem Fall sogar relativ Quatsch. Dann machen wir das hier nämlich so hier. Dann haben wir da auch erstmal mehr als genug in ein Sondergebäude. Müsste ich es natürlich vielleicht von der anderen Seite aufziehen. Zack, dann machen wir das nämlich so hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss dann nämlich auch reichen. Das muss dann nämlich auch reichen. Dann bauen wir nicht so ein Gebäude hier. Eieiei, sieht das hier aus. So, solange sie halt mit den normalen Zellblöcken kaum fertig sind. Macht das keinen Sinn. Wo ist eigentlich unser Arzt? Ach, unser Arzt versorgt die hier gerade. Perfekt. Ist es da jetzt gerade und kommst da wahrscheinlich auch nicht mehr raus oder wie? Sports, die kann nicht weg, der Zaun hier. Eieieiei. Das war ein Aufstand. Die ganzen Yard verwüstet. Und die LKWs stehen hier immer noch Schlange. Hier kommen die Lebensmittel. Hier kommen noch mehr Lebensmittel. Eieiei. So, hier wird's auf jeden Fall. Ein bisschen fixer könnten sie machen. Ich komme in 12 Stunden den nächsten Gefangenen. Sitzen hier und freuen sich, dass sie da sitzen. Eieieiei. So, wie schaut das denn aus hier? Immer noch nicht fertig. Also prinzipiell die beiden. Wohl auch nicht. Hier fehlt natürlich auch noch Mauer. Ich meine, wenn ich mir jetzt in meine Jobliste gucke, das ist natürlich lang ohne Ende. Store Login Workshop so. Ach, man soll schon teilweise was zu tun. Ich würde sagen, wir beschleunigen das Ganze einfach mal ein bisschen. Wir müssen ja hier nicht sinnlos daneben stehen und zugucken, wie hinter sich nichts tut. So, die Zellen werden auf jeden Fall langsam. Was ist hier los? Keine Route? Kannst du mir nicht erzählen. So, der fährt auch schon weg, der LKW. Nimmt doch noch ein bisschen Müll mit. Oh, und hier ist gleich wieder Panik. So wie sich das hier anhört und ausschaut. Vielleicht wird sich hier auch gezapft. Nur weil er müde ist, seit 3 Tagen nicht geschlafen hat. Wenn wir nicht so haben.
Ist ja noch dran hier an den Zeltblöcken. Ich sehe, es kommen, die zerrufen sich noch gegenseitig. Obwohl wir eigentlich genug Wächter haben dieses Mal. Ein Wächter auf zwei Gefangene ungefähr. Hier geht's los. Der hier flippt aus, okay. Bumba. Der sitzt ja auch nicht so lange. Das heißt, den sind wir auch irgendwann wieder los. So, wie schaut das hier aus? Wollte er irgendwann mal fertig werden hier? So, hier fehlt überall halt noch Wasser, weil die Rohre einfach nicht gelegt werden. So, wo ist jetzt? Na okay, wie gesagt, wir haben mittlerweile genug Wachen. Das passt. Was ist hier mit dir los? Geh du und leg dich mal hier rein. Ganz ehrlich, da liegt jetzt schon einer. So, der wird gefixt. Und wir machen im Moment 20 Dollar Gewinn. Finde ich gut. So, wird Zeit, dass die Dinger hier halt mal fertig werden. Und die LKW stehen hier halt immer noch Schlange. So, aber es wird. Ah, perfekt. Jetzt werden hier auch die Rohre gelegt. Das heißt, wir können hier anfangen, Jail Doors zu setzen. Zack. Hier ist er nicht auch fertig. Was macht ihr denn hier? Tanzen? So. Das heißt, wir haben jetzt unsere erste Zelle. Warum tanzt ihr hier? Geht er mit euch? So, machst du jetzt das Fenster daran? Geht doch. So. Das wird auf jeden Fall. Die flippen ja schon wieder alle aus. Nur weil sie schlafen wollen. Ist doch Schlafenszeit. Ist ja auch irgendwo verständlich, so ist ja nicht. So. Geben wir hier nochmal Gas. Solange hier gebaut wird. An der Dusche sind sie nämlich auch noch dran. Und die LKW-Schlange kürzt sich auf jeden Fall. Das ist schon mal viel wert. Eine Zelle. Was tanzt du hier? So. Ja. Habe ich schon gesagt, die sollen halt anklappen? Ups. Na gut. Dann klappt der hier jetzt schon eine Wand.
Das passt ja eigentlich. Was tanzen wir denn hier? So, jetzt haben wir schon 14. Schilder. Ich flippe das schon wieder irgendwie aus. James Shane. Sie fangen mal direkt mal an, die hier in irgendwelche Zellen einzusiedeln. Wahrscheinlich sehen das hier tatsächlich alles ein bisschen zu eng. Ist irgendwo nachvollziehbar. So, und dann schlafen die sogar schon. Und die haben es gut. So, die hier ist auch fertig. Die hier dann auch. Die hier dann auch. Hier fehlt noch Wasser überall unten. Teilweise sogar noch mehr. Ah, das Ding steht auch. Ach, ich hätte jetzt schon mal nur eine Big Boy gebaut. Mist. Ne, okay, da muss ich dann nachher nochmal nachsitzen, wenn das Gebäude akut wird. Ist es ja noch nicht. So. Wo sind denn jetzt mal die ganzen Bienchen? Stehen hier vor der Tür. Lass sie mal alle rein hier. Die müssen sich hier noch Rohre legen. So, dann ist das Ding hier auch komplett. Super. Sind wir schon mal 19? Vielleicht 10? Weiter hier, genau. Und es ist Duschenzeit. Diesmal sifft das ganze Wasser hier nicht raus. So, perfekt. Die Zelle ist auch fertig. Das heißt, da kann eine Tür rein. Die hier scheinbar auch. Ach, hier fehlt in zwei Zeilen noch das Klo. Na egal, muss dann auch so gehen. Ach, und die neuen Gefangenen sind schon da. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Stopp für neue Gefangene. Jetzt habe ich hier natürlich gerade mächtig viele Türen gebaut. Jetzt flippen die hier schon wieder aus, oder wie? Warum flippen die eigentlich aus? So, wie schaut das aus hier? Hier können auf jeden Fall noch ein paar Türen rein. Jetzt kommen hier auch die Toiletten nachgeliefert. Und du tanzt jetzt. Ja, was ist hier los? Ach, hier wurde schon wieder ein bisschen ausgeflippt, aber alles noch im Rahmen. So, 13 Zellen für 23 Gefangene. Das ist natürlich noch nicht so, wie wir es gerne hätten.
Aber gleich sind wir auch so weit. Okay. So, dieser Zaun kann dann hier auch irgendwann ab. Oh, wir haben keine LKWs mehr in der Warteschlange. Ah, was hast du denn jetzt hier vor? Irgendwie verhaspeln die sich heute ganz schön viel. Kann natürlich auch daran liegen, dass wir das hier halt so beschleunigt ablaufen haben. Dreizehn, 14 müssen in Einzelhaft. So, und du kommst jetzt hier ins Bettchen. Kommen so direkt zwei Doktor sich um dich kümmern. Und schon geht's dir gut, ne? Freust du dich? Da hier jemand schon sein Bettlein gekloppt. Was ist denn hier schon wieder? Wo denn? Deployment hier in diesen Zellblock. Auf jeden Fall noch mal zwei rein. Wo denn? Du? Das ist selbst schuld. Läuft er hier im Dings der Amok? So, das passt dann auch gleich. Mensch, Mensch, Mensch. Problem über Probleme auf jeden Fall bisher in diesem Gefängnis. Aber nicht so viel, wie wir beim letzten hatten. Das ist doch schon mal viel wert. Wir machen auf jeden Fall Plus. Wir könnten auch noch mehr Plus machen. Ja, ich würde sagen, wie dem auch sei, ich mache hier jetzt einfach mal ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bye bye.